Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Ich werde heute in die Stadt gehen, einfach zum Spaß. Ich bin bald wieder zurück. Okay. Hey. Oh Mann, wie sage ich das? Es tut mir wirklich leid, was bei den Klippen passiert ist. Das war peinlich. Ja, ich bin nur froh, dass ich da war, um zu helfen. Du hast einen ernsthaften Weckruf gebraucht. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Tja. Ja, eigentlich stimmt so ziemlich alles, aber ja, wir waren auch froh, dass wir da waren, um zu helfen. Ja, ich auch. Ich werde einen Therapeuten besuchen. Harvey hat mir einen seiner Kollegen vorgestellt. Jedenfalls danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Und ich wollte, dass du weißt, dass ich die Dinge jetzt etwas ernster nehmen werde. Ich will niemanden zur Last fallen. Okay. Gut, Leute. Wir können wieder Blaubeeren ernten. Das heißt, unser Tagesgeschäft wird wieder ein wenig ausgiebiger ausfallen. Auch was die Einnahmen angeht. Und der Rotkohl scheint auch fertig zu sein. Das werden wir gleich mal gucken. Dann können wir vielleicht nochmal ein Paradies entpflanzen. Das müsste eigentlich zeitig passen. So, die beiden hier gießen wir noch. Zack und zack. So, ich glaube, dann können wir uns sogar in der Kanalisation mal die Sternfallfrucht besorgen, damit wir ein bisschen mehr Energie bekommen. Genug Gold haben wir auf jeden Fall und das heutige Tagesgeschäft wird viel Gold reinspülen. Müssen wir uns dann, glaube ich, keine Sorgen machen. So, Paradies hier nochmal pflanzen. Zack. Das läuft hier. Batterien sind auch immer gut. Diverse Sachen gebrauchen. Wir lagern sie erstmal. So, das sieht doch gut aus. Wir müssen aber unbedingt unser Inventar erstmal ein bisschen entleeren, bevor wir uns den Tieren widmen. Das reicht ja fast schon. Den Rest verkaufen wir. Ja, wir wollten ein paar Blaubeeren aufbewahren für Bürgermeister Louis. Der mag die ganz gerne, aber wir haben auch andere Sachen, die er gerne mag. Der Diamant kann auf jeden Fall auch mit rein. Ja, werden wir auf jeden Fall einiges an Geld hier machen heute. Wir gucken mal in der Höhle, was da so los ist. Gar nichts. Ach, guck mal, die sind auch fertig. Okay, da pflanzen wir hier einfach auch noch mal Radieschen.
Und eine uralte Frucht haben wir auch. Sehr gut. Dahinter? Nee. Hat gar nichts gebracht, dass wir hier das Gras gepflanzt haben. Die haben schon wieder alles weggefuttert. Ja, die haben auch alles weggefuttert. Naja, Hauptsache sie sind draußen. Ja, dann lass uns mal verkaufen gehen. Wo hatten wir denn die uralte Frucht eigentlich gelagert? Ist hier auch irgendwo drin, da haben wir sie. Ja, das wird richtig Kohle geben, Leute. Aber sowas von. So, wir beschenken weiter die Leute. Da hast du echt was Gutes geleistet, danke Kindchen. Ich würde gesünder essen, wenn ich es mir leisten könnte. Hey, du hast vermutlich eine Menge leckeres Zeug auf dem Hof gepflanzt, oder? Ja, doch. So, der gute Pierre, der wollte den Jade haben. Hey, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt hatte. Sieht perfekt aus. Mal sehen, hier ist dein Geld. Ja, dankeschön. 600. Ich habe jetzt Sommersaat im Angebot. Greif am besten gleich zu. So, wir gucken nochmal. Was mochte er so für Geschenke? Sonnenblume auf jeden Fall. Okay. Haben wir noch da. Kein Problem. Das ist wirklich nett von dir. Ich mag das. So, wie sieht es mit Mani aus? Müssen wir auch nochmal gucken. Edelwicken oder Sonnenblumen. Danke dir. Tiere sind so unschuldig und niedlich und wenn ich mich nicht um sie kümmere, wer dann? Ich hoffe, meine Hühner sind nicht zu verärgert, wenn ich ihre Eier nehme. So, Caroline. Ja, wird auch die Sonnenblume werden. Ach du meine Güte, bist du sicher? Am Mittwoch ist der Laden geschlossen. Behalte das im Hinterkopf, falls du irgendetwas brauchst. Ja, oh mein Gott, bist du sicher? Da denke ich mir immer so, kann auch alles sein, ne? Von schlecht bis gut. Ich habe heute Morgen ein paar wilde Früchte gefunden. Entschuldige, ich habe keine mehr übrig. Schau dich weiter um, ich bin mir sicher, du findest etwas. So, Bürgermeister hatten wir jetzt aber auch schon, na, noch nicht ganz oben. Und mal gucken, was mochte der? Auch Sonnen. Danke, das ist großartig. Gärtnern ist einer meiner Hobbys, deswegen freue ich mich schon auf das warme Wetter. So,
George müssen wir auch noch nach oben bringen. Gucken wir mal. Ja, Kaffee oder eine Orange. Hm, mit Blumen brauchen wir vielleicht nicht kommen, aber vielleicht mit Weintrauben. Mal gucken. Ein Geschenk? Hm. Willst du etwas im Gegenzug haben? Ich bin überrascht, dass du mit einem alten Hasen wie mir befreundet sein willst. So, der gute Alex. Da ist er. Gut, müssen wir gucken. Vielleicht mag er auch Sonnenblumen. Das ist cool, danke. Hey, nette Sonnenbräune. Der gute Clint. Bei dem finde ich das auch immer sehr schwierig. Ja, man sieht es auch. Obst und Gemüse. Okay, mag er zumindest Weintrauben als normales Geschenk. Dann schenken wir ihm das. Danke. Sei froh, dass du ein Bauer bist, Thomas. Es ist angenehmer, den ganzen Tag draußen zu arbeiten, als neben einem heißen Schmelzofen zu stehen. Ich bin nur Schmied geworden, weil mein Vater mich dazu gedrängt hat. So, bei Heli bin ich mir auch immer nicht sicher. Sonnenblumen auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Dann müssen wir bald mal wieder Sonnenblumen mitnehmen von zu Hause. Oh, das mag ich am allerliebsten. Ich werde mich diesen Sommer so schön bräunen. Ach, die Kinder, guck mal. Jess und Vincent. Vincent haben wir da. Das ist Jess. Okay, also er mag auf jeden Fall Weintrauben. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist grandios. Hi, Herr Thomas. Es macht Spaß, auf einem Hof zu leben. Nee, wollen wir nicht essen. Ich liebe Geschenke. Danke dir. Ja, der Zug fährt gerade durchs Sterntautal. Da können wir vielleicht noch mal gucken, ob wir da schnell hochkommen. Vielleicht finden wir da so ein paar nützliche Gegenstände. Ja, er fährt noch, aber ja, ist auch schon wieder weg. Na gut, ich glaube, er lässt nichts mehr fallen. Ja, schade. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Ich dachte mir, dass Pelikan etwas trostlos sei, aber in letzter Zeit habe ich einige Dinge zu schätzen gelernt. So, Dimitris ist auch endlich mal oben mit den Herzen. Basti, 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 Basti. Okay, Weintrauben sind in Ordnung. Danke. Jeder ist so glücklich in der Sonne, ich verstehe es nicht. So, und Maru war doch auch gerade uns entgegengekommen unten. Ich glaube, sie sitzt mit Penny zusammen auf der Bank. Das ist ein nettes Geschenk, danke dir. Es ist kein Problem, ein wenig Sonnenlicht abzubekommen. Versuche nur keinen Sonnenbrand zu kriegen. Okay, pass auf dich auf und bleib gesund. Da hinten ist auch noch eine Edelwicke, die nehmen wir wieder mit.
So, um Dimitrius brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Der ist schon bei 10 Herzen. So, und zu Abby ins Zimmer sollten wir mal nach 20 Uhr kommen. Das hast du für mich besorgt, danke. Warst du schon in der Wüste? Dort gibt es ein paar interessante Dinge zu entdecken. Vater hat mich ein paar Mal dorthin mitgenommen, als ich jünger war. Gut, schauen wir vielleicht nochmal kurz bei Shane vorbei. Das ist großartig, danke. Shane ist hart bei der Arbeit. Ja, der hat jetzt aber wohl gerade Feierabend, wie es aussieht. Da steht Maru. Das ist ein super Geschenk, danke dir. Welche Art von Apparat soll ich diesen Sommer erfinden? So, Willy würde ich eigentlich auch noch ganz gerne beschenken. Der alte Hauding. Mal gucken, ob er unten ist. Ein Geschenk, danke. Hattest du viel Erfolg in den örtlichen Gewässern? Du siehst aus, als könntest du ein starker Angler werden, wenn du dran bleibst. So, Leute, zum Magier können wir auch noch mal. George haben wir beschenkt. Elliot ist schon ganz oben. Jody. Jody können wir noch mal Weintrauben bringen. Und Kent eigentlich auch. Dann haben wir die beiden auch noch mal wieder abgedeckt. Ja, Leute, irgendwann hat das ein Ende mit den Geschenken und mit den Herzen. Bald haben wir sie voll. Dann haben wir das auch schon erledigt. Hi Thomas, ich mache nur ein wenig Popcorn. Ah! Dieses Geräusch. Du hättest wissen sollen, dass mich diese Geräusche an den Krieg erinnert. Ich habe viele gute Freunde diesem blutigen Schützengräben verloren. Aber Liebling, Popcorn war bis dahin immer dein Lieblingssnack. Die Dinge haben sich geändert. Thomas, kannst du mit ihm ein Wort reden? Sag etwas zu Kent. Jody ist schuld. Sie hätte es besser wissen sollen. Ich weiß, es tut weh, aber gib nicht deiner Frau die Schuld. Es ist meine Schuld, ich wollte Popcorn haben. Nein, ich weiß, es tut weh, aber gib nicht deiner Frau die Schuld. Du hast absolut recht, Thomas. Es tut mir leid, Liebling. Du konntest nicht wissen, dass mich Popcorn-Geräusche so beunruhigen. Es ist okay, Liebling. Ich wollte dich nicht ängstigen. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Ja, das ist doch ein Kompromiss. Hey, also das ist wirklich ein großartiges Geschenk. Danke. Ich bin froh, dass du ein Freund der Familie bist, Thomas. Entschuldige mein Verhalten vorhin. Danke dir, das versüßt mir meinen Tag. Der Sommer ist angenehm, aber er bedeutet auch mehr Arbeit. Ich muss zusätzlich zum Haus auch noch den Garten pflegen. So, mit Sam hatten wir schon gesprochen und beschenkt. Aha, was ist denn hier los? Mani, das können wir nicht machen. Wenn jemand davon Wind bekommt, könnte das meine Autorität in dieser Stadt untergraben. Das verstehst du doch, oder? Du bist zu sehr mit deinem, bist zu sehr um deinen Job besorgt, Louis. Es gibt andere Dinge im Leben.
Aber ja, ich verstehe. Ich denke, wir müssen dann wohl uns geheim halten. Ah! Thomas, du hast alles gehört, oder? Ja, aber ich behalte es für mich, keine Sorge. Danke dir, Thomas. Ich werde das nicht vergessen. Warum hast du dich überhaupt dort versteckt? Schnell weg. Ja gut, Leute, dann können wir vielleicht nochmal beim Zauberer vorbeischauen. Das wäre mal eine Maßnahme. Da können wir ihm die Schattenessenz nochmal überreichen. Da freut er sich. Ja, der Wald hier sieht auch mal sehr wüst aus, finde ich. Sehr mit Unkraut behangen. Ah, ich fühle eine mächtige arkane Energie. Das wird mir in meinen Studien nützlich sein. Danke. Ich habe viele Dinge über deine Zukunft gesehen, Thomas. Wenn ich sie dir sagen würde, könnte das ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, wenn du das sagst, dann behalte es ruhig für dich. So, wollen wir vielleicht nochmal in der Kneipe vorbeischauen? Dann können wir die Leute dort nochmal beschenken, die zu Gast sind. Da trifft sich ja mal halb Pelikan. So, wir gucken mal. Clint. Den können wir eigentlich die Weintrauben schenken. Achso, haben wir heute schon beschenkt. Okay, dann zu Gast. Oh, das ist lieb, danke. Hallo Thomas, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist hier immer willkommen. Okay, Pam haben wir auch schon beschenkt. Gut, mehr ist hier nicht los. Du fragst dich sicherlich, warum ich zu dieser Stunde am Friedhof bin. Ich bin hier, weil es der beste Platz im Ort ist, um ein wenig Ruhe zu haben. Und ich bin ganz verschwitzt, weil ich meinen Schwertkampf trainiert habe. Hey, was, du denkst, ich sei zu schwach für ein Schwert? Entschuldige, ich habe das etwas zu persönlich genommen. Weißt du, ich wollte die Berghöhlen erkunden, aber es ist natürlich zu gefährlich, um bewaffnet aufzubrechen. Du hast schon mal ein Schwert geschwungen, oder? Ja, und es ist aufregend. Ja, aber nur zur Selbstverteidigung. Ja, aber es ist gefährlich, du solltest lieber in Sicherheit bleiben. Ja, aber nur zur Selbstverteidigung. Ja, und es ist aber auch aufregend. Ich sag mal, es ist auch aufregend. Siehst du, du verstehst also, warum ich hier draußen bin. Ich habe mein ganzes Leben im Tal verbracht, aber nie irgendetwas Bemerkenswertes gemacht, an das man sich erinnern würde. Ich will auf ein Abenteuer gehen. Abigail? Vater? Ich habe überall nach dir gesucht. Deine Mutter will, dass du nach Hause kommst und mit dem Abendessen hilfst. Was machst du überhaupt auf dem Friedhof? Das ist kein Ort für eine junge Dame. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Ich sollte also daheim am Kochen sein, weil ich ein Mädchen bin, oder was? Du steckst echt in der Vergangenheit fest, Vater. Lass uns hier verschwinden, Thomas. Was nun, kommst du mit oder nicht? Na
Na gut. Komm zurück. Puh, hier wird mein Vater uns nicht finden. Kannst du glauben, dass meine Eltern je jung waren? Sie verstehen meine Sichtweise überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen, in der man auf andere Dinge Wert legt. Aber hin und wieder regt es mich trotzdem auf, okay? Danke, dass du mir zugehört hast, Thomas. Könntest du mir jetzt helfen, meine Haare aus diesem Busch hier zu befreien? Ja gut, Leute, dann erstmal ab nach Hause. Ist schon spät. Und wir packen am besten auch schon mal ein paar Sonnenblumen ins Inventar. Wo haben wir sie denn? Da sind sie. Nehmen wir die mal mit. So, wir legen die Samen noch ab. Zack und zack. Und ja, was wir mit der Cola machen, die schmeißen wir einfach mal in die Verkaufstruhe. Können wir eh nicht gebrauchen. Genauso wie die Koralle hier. Oh, dann können wir uns, glaube ich, schlafen legen, Leute. Ja, den legen wir dann morgen in die Truhe. Und ich bin echt gespannt, was wir hier eingenommen haben heute. Ja, 46.000. Das kann sich sehen lassen, oder? Schauen wir hier mal rein. Blaubeeren. Also Blaubeeren haben es echt gemacht hier. Kann sich sehen lassen. 216. Gut, Leute. Da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Bis dahin.